Hallöchen und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit der wundervollen Inga Marie Ramke. Da unten ist sie. Hallo. Und der Dugong sitzt oben auf dem, ja, da ist er. Hallo, Dylan. Guten Tag. Und mit Julia Schnetzer. Hallo. Schönen guten Abend. Und mit Herrn André Lampe, der auch irgendwo sitzt in Brandenburg. Jawohl, mit mir. Schönen guten Abend. Ja. Ich weiß immer nicht, was Dinge bedeuten. Oh, Glubber und Gut ist Glubberer. Gut ist auch ein geiler Name. Ich möchte mir jetzt auch mal einen anderen Namen geben. Kannst du ganz auch einfach so machen. Bisschen, oder was? Ja. Kannst du ganz einfach machen. Alle 2 Monate kannst du dir bei Twitch einen anderen Nickname geben. Oh, geil. Dann komme ich beim nächsten Mal mit einem komplett anderen Namen. Ja. Dann wisst ihr nicht, dass ich bin. Habe ich mir in meinen Kalender. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Neuer Name bei Twitch. Du hast jetzt ein bisschen Zeit, dir was auszudenken. Ja, aber das muss ich mir hier in den Kalender reinschreiben. Am besten für eine Woche davor oder so. Oder nee, ich werde ja beim nächsten Stream bin ich vorher auf Lesung. Das heißt, ich bin dann so durch, dass es bestimmt ein toller Name wird, den ich mir dann spontan ausdenke. Eventuell ein Zitat. Kannst ja auch direkt heute gleich nach dem Stream machen und dann bist du da nochmal extra überrascht, dass du einen neuen Namen hast. Ja, dann finde ich mich selber nicht wieder. Super. Nee, du lockst dich trotzdem mit deinem alten ein. Ach so, gut. Dada Nation, seid ihr zufällig aus Gießen? Nee, Dada Nation ist, weiß ich nicht, ob er nicht rein zufällig aus Gießen, kommt, aber... Ja, Glückwunsch an das Geburtstagskind, war wohl nicht dein Geburtstag, sonst wärst du nicht mehr da. Ja. Ich hab meinen Geburtstag verlassen, um Olaf Stream not, Olaf Not the Snowman und Dada Nation, hallo. Ah, Sauerland. Ja, Sauerland, das ist sehr hübsch, das Sauerland. Ja. Da gibt es sogar nicht mal Schnee, habe ich gehört. Ja. Ja, Gießen, wir hatten am Dienstag, waren wir wieder zu Gast, als Plötzlich Wissen, in einem Seminar an der Uni Gießen. Und wir erwarten eigentlich Menschen aus Gießen. Aber vielleicht gucken die einfach nur so zu und haben sich noch nicht bei Twitch angemeldet, sodass sie nicht mitchatten können. Aber falls ihr da seid, hallo. Gießen, wir grüßen euch. Ach, darauf einen Tee. Ja. Ich habe auch noch Weihnachtsbier. Hatte ich eigentlich beim letzten Mal Weihnachtsbier getrunken? Nee, ich habe dich nämlich auch irgendwann gefragt, ob dein Weihnachtsbier jetzt alle ist und du meintest ja. Ja, ich dachte. Du dachtest, aber dann hatte ich am Freitag Gäste und dann habe ich in meinem Bierkühlschrank geguckt. Hört sich jetzt doller an, als es ist. Ich habe einfach nur in meinen Kühlschrank geguckt und habe Schwabenbräu entdeckt. Weihnachtsbier. Das ist auch gar nicht mehr haltbar. Ja, dann muss es weg. Ich werde sterben. Früher oder später. Ja. Ja, Prost. Ja, Prost, ne? Auf Prost. Weihnachten. Prost. Ich hab mir heute das Bier übrigens echt redlich verdient, weil ich kenne jetzt Leute vom Google Support und welche vom Samsung Support und einen richtig coolen Crack im Vodafone-Laden am Jungfernstieg in Hamburg, der versucht hat, mir eine Stunde lang zu helfen, meine Handy-Dokumentation wiederzukriegen, was nicht funktioniert hat. Mein Handy ist Schrott. Aber vielleicht werde ich es reparieren können und zwar selber mit einem neuen Display, was mir demnächst geliefert wird. So, darauf ein Bier. Ja, darauf ein Bier. Prost. Wir drücken dir sowas von die Daumen. Mhm. Danke, kann ich gebrauchen. Ja. Hicks. Ja, aber bei euch war super heute, ne? Es war so ein richtig geiler Tag, oder? War ein riesig geiler Tag, ja. Also bei mir nicht. Ja, irgendwie war, glaube ich, bei allen nicht so Bombe. Irgendwie anstrengender Tag. Mhm. Ja, Frühjahrsmüdigkeit schlägt um sich, habe ich das Gefühl. Und ich hatte mit Menschen, die bei Firmen arbeiten, zu tun. Die toll. Das, ist nicht so schön. Mhm.
Ja, aber ich habe auch ein bisschen mit der Community gequatscht und es gab ein paar schöne Inputs über Menschen, mit denen ich mal über Landwirtschaft sprechen kann im Stream demnächst. Also jetzt nicht hier bei Plötzlich Wissen. Aber was? Ich habe Pferdegeräusche versucht Ach so, zu ja, super. Das war. nachzumachen. Ja. Yeah. Du kannst uns buchen für einen Background. Ja, geil. Für Menschen, die in Firmen arbeiten. Alter. Ah, nächste Woche Ja, habe ich oh mit ja. Menschen zu tun, die nicht in Firmen arbeiten, sondern Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten und Frauen sind. Das möchte ich hier einmal geschickt ankündigen, indem ich einen Link in unseren Chat tue. Der ist so mittelmäßig lang. Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen des Ocean Summit. Findet in Kiel statt. Also falls hier jemand nicht aus dem Sauerland, sondern aus Kiel Ah. ist oder mit dem Auto bis nach Kiel fahren möchte, man kann sich dort anmelden. Es ist eine Vor-Ort-Veranstaltung, voll verrückt. Und es wird aufgezeichnet. Der Dugong ist mit eingeladen, habe ich gestern erfahren. Ich hatte ein Vorgespräch mit der Moderatorin. Und er ist erwünschter Gast. Es wundert mich, dass sie ihn noch nicht auf diesem Bild dazugefügt haben. Und ich glaube, diese Karin Lochte, ich werde die Leute ja nächste Woche alle kennenlernen, ist sowas wie Sylvia Earle aus Deutschland. Ja, Okay. also Karin Lochte ist die ehemalige Direktorin vom Abi. Ja. Genau, also Antje hat ja übernommen vor 2 Jahren oder so. Ja, ich Genau. hab's mal auf den Bildschirm gezaubert. Da Voll oben nett. sieht man es. Ja, die haben Die die ist sehr Namen nett, in der. Inge. Was? Die ist sehr nett. Kannst du schöne Grüße sagen? Das richtig aus. Das ist sehr gut. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich fahre nach Kiel. Ich war schon seit Wochen nicht mehr in Kiel. Seit Wochen. Ja, seit ich diesen Lotsen kennengelernt hatte. Ihr erinnert euch, so ein Typen, der Schiffe schubst. Schubsen lässt, fahren, nee, nicht schubst er. Er fährt, er lässt fahren. Schwere Furzgrundel-Vibes jetzt schon wieder. Scheiße. Er lässt Ungezogen. Er ordentlich lässt einen Schiffe fahren fahren. und dann schubst er Schiffe. Nein, nicht ein. Nein, 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 nein. Er lässt Schiffe fahren. Ja, Grüße an Johannes, falls du das siehst. Ja, genau. Seitdem war ich nicht mehr in Kiel. Also seit Wochen. André, Dettel Nation schreibt hier, dass André mag Vertriebler, glaube ich, jetzt ganz gerne. Ja. Was ist denn da die Backstory zu? Die Backstory ist, dass ich Kontakte hatte. Ich habe letzte Woche eine Themenwoche gemacht bei mir im Stream zu Landwirtschaft und dem Landwirtschaftssimulator, den ich gespielt habe. Da gab es ein neues DLC und da hatte ich eine tolle Wissenschaftlerin da, eine Bodenkundlerin, die uns ganz, ganz viel zu Bodenarten und Pflanztechnik und wie Dünger aufgenommen wird und sowas erzählt hat. Und ich will halt solche Sachen öfter mal machen und was ist halt, es gibt halt ganz, ganz viel Wissenschaft, die mit, wie sät man Sachen aus und so. Aber ich wollte mal gerne einen Ingenieur haben, der erklärt, was muss man überhaupt, wenn man einen neuen Trecker baut oder eine Sämaschine oder einen Mähdrescher. Wie macht man das? Also wie geht Entwicklung von solchen Großgeräten für die Landwirtschaft? Und da hatte ich tatsächlich jemanden gefunden, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal telefoniert gehabt. Ich habe noch einen anderen Kontakt gehabt, der hat sich heute auch in Luft aufgelöst, aber mit dem ersten habe ich zweimal telefoniert und dann wurde er quasi, der arbeitete bei so einer Firma und er hat gesagt, ja, ich habe das mit meinem Vorgesetzten abgeklärt, ob ich zu dir kommen kann und nee. Darf ich nicht, aber es kommt total gerne jemand vom Sales-Team. Du Scheiße. Das hatte ich dann öfter. Ich habe jetzt ein paar Leute, die ich irgendwie so kannte, mal angefragt und immer kam, wir können gerne jemanden vom Sales-Team schicken. Und das habe ich heute auf Discord kurz geschrieben und ja, Duddle Nation hat das mitbekommen und sagt deswegen,
Ich habe Menschen aus dem Vertrieb anscheinend ganz gerne. Ich habe nichts gegen diese Menschen, aber wenn ich wissen will, welche Überlegungen und welche Ingenieurswissenschaft einfließt in solche Großgeräte, dann ist mein erster Impuls, ich möchte vielleicht nicht mit jemandem, der die Dinger verkauft, sprechen, sondern mit jemandem, der sie konstruiert. Mhm. Aber vielleicht muss ich mich davon auch freimachen, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist das auf jeden Fall. Entschuldigung. So Firmengeheimnisprobleme oder sowas. Ja, die Sales-Leute sind wahrscheinlich darauf trainiert, dass sie wissen, was sie sagen dürfen und was nicht. Und bei den Ingenieuren haben die dann Angst, dass die was rausplappern, was sie nicht sollen. Ja, aber ich hab schon zwei, drei nette Hinweise bekommen von den Leuten, die letzte Woche auf jeden Fall auch mitgeguckt haben. Und die werde ich mal weiterverfolgen. Das ist ganz schön. Ja, außerdem, hey, wenn das richtig gute Sales-Leute sind, André, dann steht da in Brandenburg demnächst so ein Mähdrescher für 1,9 Millionen Euro bei dir vor der Tür, den du eigentlich gar nicht haben wolltest, der richtig günstig abzuzahlen ist. Ja, ja, richtig. Der sogar vom Hund bedient werden kann. Da braucht man gar nicht so viel. In 14,5 Jahren hat er sich amortisiert. Yep. Ja, drei Felderwirtschaft. Mit Hund. Mit Hund. Am Steuer. Gott, wird das niedlich aussehen. Wir haben jemanden aus Gießen da. Nature Min, hi nach Gießen. Wir freuen uns. Ja, und mehr Trecker für André. Ja, Trecker. Ja, brumm, brumm. Brumm, brumm. Oh Mann, das kann ja richtig heiter werden mit uns heute hier. Wir haben ja auch Inhalte vorbereitet. Wir haben ja auch Inhalte. Was soll das heißen? Das war auch hier inhaltsschwanger. Das war Premium-Inhalt. Über Schwangerschaften möchte ich auch nicht reden. Du sprichst in der Wissenschaft. Und ach so, ja, das war was. Ja, 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 genau. War, ja. 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 Oder ich lasse es sprechen, ich nehme den Dugong mit. Dann kann sich Karin Lochte mal mit Dilan darüber unterhalten. Apropos Jules, du hast doch so viel über Dugongs recherchiert in der Zwischenzeit. Kannst du mir das vielleicht dann mal wieder zurückspielen, nachdem ich dir den Anfang von Information für deinen so? Ich habe nicht wirklich was zum Zurückspielen, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich so viel Neues für dich habe. Es ist egal, verwurschtet. Ja, egal. Verwurschtet, was du mir geschickt hast. Ja, gut, dann muss ich das ja doch nochmal lesen. Also ich habe jetzt nichts Spektakuläres Neues. Ich habe vor allem halt mit dem einen Paper von Dilhan gearbeitet, wo rauskam, dass er gar nicht mit Heim befreundet ist. Er möchte dann nach wie vor nicht drüber sprechen. So, so. Das wird nächste Woche nicht zitiert. Ja, Inhalte. Genau. Julia, willst du anfangen oder so? Ich kann mal genau, weil ich Recherche gemacht habe. Und dann bin ich auf ein Thema gestoßen, das ich eigentlich sehr spannend fand, weil halt nicht so oft Thema ist. Und zwar geht es um Cyanidfischerei. Ich schalte mal um auf Dingens. Genau, da kannst du mal auf dieses Video, weil da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass es eben eine Fischereimethode, das können wir gleich mal hier, ich muss mir das selber gerade größer machen, sorry. Genau, man sieht jetzt gerade hier so einen Taucher, der hat so eine weiße Spritzflasche in der Hand und genau, das ist jetzt eben, ja, Cyankali quasi, was da reingespritzt wird. Und dann seht ihr, wie da die Fische umkippen. Also die sind jetzt nicht, also zum Beispiel bei dem sieht man, der bewegt noch die Augen, die sind dann nicht notgedrungen tot, sondern betäubt. Und das ist auch das, was man möchte. Also wenn man die Fische dann, genau, die sind dann betäubt, die liegen rum, man kann die dann eben einfach einsammeln. Und so kann man eben ganz wunderbar Lebendfisch fangen. Ohne großen Aufwand, ne? Jetzt aus der Fischersicht. Und das Problem ist aber, also wie man jetzt eben da auch gerade schön in den Aufnahmen gesehen hat, die ganzen Fische, die da unten lagen, dieses Gift ist halt, also das kommt eben auf die Dosierung an, ob das ein Fisch überlebt oder nicht. Und auch darauf, wie groß der Fisch ist, ne? Also genau, die Konzentration im Verhältnis zum Körpergewicht.
Und hier, ne, man sieht auch, wie er das so in so Höhlen reinspritzt oder in Korallenstöcke. Und das heißt eben, erwischt eben auch sehr oft kleinere Fische. Und dadurch ist es eben so, dass ganz, ganz viele Fische sterben, die vielleicht gar nicht eingesammelt werden oder gar nicht interessant sind zum Fangen. Und dann, das sieht man jetzt hier gerade sehr schön, ist halt das Problem noch die ganzen Organismen, die eben da auch noch im Korallenriff leben, wie zum Beispiel die Korallen oder Muscheln oder gerade eben, was nicht wegschwimmen kann vor diesem Cyanid. Und die sterben eben auch, also die werden davon eben auch angegriffen. Und deswegen ist das eine super destruktive Fangmethode, die halt gerade in Asien und auch ich glaube, vor allem im westlichen Afrika eben teilweise noch sehr viel benutzt wird. Man weiß allerdings halt gar nicht, wie viel. Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Genau, also es gibt zum Beispiel Zahlen, also in den Philippinen wurde das eben sehr, sehr viel benutzt. Und da gibt es so Schätzungen, dass in den letzten 60 Jahren ungefähr 1 Million Kilogramm Cyanid in die Riffe gespritzt wurden. Das ist echt eine krasse Oh ja, das ist Nummer ist. viel. Und genau, und man geht halt jetzt davon aus, dass ungefähr 95% der Riffe eben in dieser Region Philippinen bedroht ist und dass das eben auch sehr viel mit dieser Cyanidfischerei zu tun hat. Und genau, und das Ding ist, dass, also jetzt bei dem, ne, wir sehen ja dieses Video, das heißt, da hat jemand, Fischer hat quasi jemanden erlaubt zu filmen, wie sie diese Cyanidfischerei machen. Das war irgendwie früher, konntest du quasi immer fragen, da haben dich die Fischer mitgenommen und dir das gezeigt. Und mittlerweile ist es eben so, dass das eigentlich in allen Ländern verboten ist. Das heißt nicht, dass es nicht noch gemacht wird, aber es ist halt verboten. Das heißt, die Leute machen das jetzt halt heimlich. Und deswegen weiß man gar nicht, wie viel noch so gefischt wird. Man geht so davon aus, dass wahrscheinlich 10 bis 25% der Fische im Handel mit Cyanidfischerei gefangen wird. Aber Aber ja, das es ist ist dann halt ein schon für bisschen den schwer zu Verzehr, sagen. ja? Weil im Chat fragt Dalle Nation gerade für Aquaristik oder wozu? Genau, also genau, zwei Sachen tatsächlich. Der Großteil ist Aquaristik, Oh, okay. also wirklich für Aquarien. Genau, da ist eben Lebendfischfang ganz, ganz wichtig. Aber auch für den Verzehr. Das ist jetzt in Europa nicht so krass weit verbreitet, aber wahrscheinlich kennt ihr das trotzdem alle. Diese Restaurants, wo dann die Aquarien drin sind und dann kann man sich den Fisch aussuchen, den man essen möchte. Ja. Ja, genau, das ist so in Asien sieht man das sehr, sehr häufig. Aber in Europa ist das nicht so verbreitet. Genau, und das ist, ich glaube, vor allem in China ist das ziemlich innen und so. Und das heißt, genau, der wird auch für den Verzehr genutzt. Und ja, und es ist auch kein Problem. Also man vergiftet sich da nicht, wenn man den isst, wenn er mit Cyanidfischen gefangen wurde. Weil das Cyanid eben abgebaut wird. Also man sammelt eben diese Fische ein, man setzt die dann in sauberes, frisches Wasser und dann bauen die eben dieses Cyanid wieder ab und dann geht es denen wieder gut. Wenn sie halt nicht zu viel abgekriegt haben. Okay. Stell dir das mal vor, aus Fischsicht. Du schwimmst irgendwie so zwischen Korallen und denkst noch, ach, da hinten muss ich der Krabbe ausweichen. Und im nächsten Moment sitzt du mit Unbekannten in einem Aquarium und guckst raus und dann sind da Menschen mit Platzdecken und klicken da an das Glas und sagen, den will ich. Das ist ja so, als würde man so eine OP machen und unter Narkose gesetzt werden und im Aufwachraum wieder aufwachen oder so. Immerhin weiß man das dann als Mensch, aber als Fisch? Also ich weiß nicht, ob die das Bewusstsein verlieren oder ob die nur gelähmt sind. Das wäre Das noch schlimmer. weiß ich nicht. Warte mal gerade. Wenn die gelähmt sind, Julia, das ist ja wie, das gibt ja diese schlimmen Geschichten, dass man zur OP kommt und dann ist man gelähmt und man spürt trotzdem alles und hört noch, wie sich der Chirurg mit dem Anästhesisten über irgendeinen Kram lustig macht Ja, und wissen. will schreien und man kann nicht. Inge, ich habe genau das erlebt bei einer OP. Ich bin aufgewacht während der OP. Oh nein, du warst quasi Cyanidfisch. Ja, ich hatte OP an der Hand und ich bin aufgewacht und habe so die Augen aufgemacht und
halt nichts gesehen, weil ich hatte so ein Tuch über dem Gesicht und lag so da und war dann erstmal so, hä, wo bin ich? Was geht ab? Also ich hab dann gecheckt, wo ich bin und so und lag da und war so, hab versucht zu sprechen, aber ich war halt intubiert, ich konnte nicht sprechen. Mhm. Und dann war ich so, okay, was mach ich denn jetzt? Und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht ist ja einfach gleich vorbei. Und bin so liegen geblieben und dann habe ich aber irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass das weh tut an der Hand und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie so, irgendwie keine Lösung. Und dann habe ich so meine andere Hand, die war irgendwie voll mit Kabeln, habe ich so frei geschüttelt und dann habe ich so gewunken und dann habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, oh, da ist jemand aufgewacht. Und dann haben sie gleich nachgeballert und dann war ich wieder weg. Scheiße. Oh Mann, ey. Das kommt wohl nicht so häufig vor. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich schlafen kann nachher. Ja, aber, aber Julia, du bist ja auch sehr sportlich. Da ist, kleine Person und sehr sportlich. Da kann ein Anästhesist auch schon mal daneben liegen. Weil jemand, der sehr sportlich ist und guten Kreislauf hat und so und Stoffwechsel, da brauchst du halt ein bisschen mehr. Das ist ja bei kleinen Fischen eventuell genauso. Ich kann was zur Chemie erzählen, wenn ihr wollt. Ja. Ja, bitte, ja. Also, wie das wirkt, also das ist dissoziiertes Natriumcyanid, das heißt also, du hast Natrium- und Cyanid-Ionen, die du in dieser Dings hast, das hat so ein bisschen was davon, wie das ist bei Menschen mit einer Blausäurevergiftung, könnte man das vergleichen, ist aber nicht ganz dasselbe. Die Cyanid-Ionen blockieren die Eisen-3-Ionen von einer bestimmten Oxidase und dann machst du damit auf einmal die Zellatmung aus. Das heißt also, du machst den Sauerstoffumsatz an der Zelle aus. Das heißt, deine Lungen und alles und so ist noch ganz toll, nur die Zellen können den Sauerstoff nicht mehr verarbeiten. Und du fängst an, halt Milchzucker zu verbrennen und kommst eventuell in eine Azidose. Und bei Menschen ist das schwierig. Beim Fisch ist dieser Effekt allerdings umkehrbar, weil Fische ja ein bisschen anderen Stoffwechsel haben und auch nicht über Eisen-3-Ionen Zellatmung machen. Also das Cyanid kann von betäubten Fischen nach Ablauf einer Erholungsphase aus dem Stoffwechsel ausgeschieden werden, sodass sich das Tier wieder erholt. Dabei ist die Menge des aufgenommenen Cyanid-Ionen entscheidend. Ist sie zu hoch, verstirbt der Fisch nachträglich, also auch erst nach Stunden oder Tagen, weil seine Organe zu viel Zellschäden aufweisen. Bei einer geringeren Dosis kann der Fisch sich wieder vollständig erholen. Die Dosierung kann vom Taucher nur schlecht gesteuert werden, weil sich die Cyanidlösung durch Wirbel im Wasser unvorhersehbar verteilt. Also es geht an die innere Atmung. Also das ist, ich würde sagen, die sind nicht nur, also du bist dann wirklich weg. Das ist ein Knipser, da kriegst du nichts mehr mit. Aber für einen Menschen ist es tödlich. Und da gibt es auch sehr viele Unfälle, habe ich jetzt gerade. Genau, für die Fischer ist das gefährliche Arbeit. Also sie müssen da aufpassen, dass die nichts im Mund kriegen oder so. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also du kannst halt über verschlucken oder es reicht schon, dass du das an Schleimhäute kriegst. Darüber nimmst du es schon auf. Das heißt, du musst das Wasser nur im Mund haben oder in die Nase kriegen und du nimmst schon was von den Cyanid-Ionen auf. Ja, die Nase ist meistens zu von der Taucherbrille. Mm. Aber ja, okay. Mund. Im Mund muss man aufpassen. Ja, und auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, so, ne, was man dagegen tun kann und so. Mhm. Oder wie man das, was Leute machen, um etwas dagegen zu tun. Und da bin ich auf einen Sensor gestoßen. Und zwar, was du jetzt gerade eben gelesen hast, dass die Fische, die können eben das Cyanid abbauen und es wird dann zu Thiocyanid abgebaut. Mhm. Und es gab eine Studie, die quasi gezeigt hat, dass man in dem Wasser
um den Fisch quasi dieses Thiocyanid messen kann und Ah. damit dann eben bestimmen kann, dass ein Fisch über Cyanidfischen gefangen wurde. Und ich dachte mir, cool. Und irgendwie dieser Sensor, das war so 2017 oder so, war der so viele Pressemitteilungen und danach hat man nie wieder was davon gehört. Also habe ich dann den Typen angeschrieben, der den irgendwie erfunden hat oder entwickeln wollte und habe gefragt, was denn mit dem Sensor ist. Ja. Und ja, wie es dann so meistens ist, über Sachen, über die man nichts mehr hört. Jo, der Sensor ist nicht, weil, also das habe ich dann später erfahren, weil eben diese Studie, das hat irgendwie nicht so gepasst und im Endeffekt kann man kein Thiocyanid nachweisen. Die Also der Fische hat genau. gemogelt in seiner Studie, oder wie? Nee, nicht der hat die Studie gemacht, sondern er hat den Sensor entwickelt aufgrund dieser Studie. Er hat die aber nicht gemacht. Ach so, Nee, ah. vielleicht haben die auch einfach Messfehler gemacht. Also es haben dann andere Leute haben dann quasi nach, also konnten halt das nicht reproduzieren, Ja, das verstehe. Experiment. Ja. Und also ich will jetzt nicht unterstellen, dass da irgendjemand gemogelt hat. Aber man konnte das halt nicht reproduzieren. Auf jeden Fall hat der Typ mir halt dann zwei Wissenschaftler genannt. Und zwar, muss ich gerade die Namen nochmal nachgucken. So. Genau, Horsti, schönen guten Tag. Nancy Breen und Andy Ryan aus den USA und hat die quasi gleich in CC gesetzt und meinte irgendwie so, ey, das sind die Cyanidfischer-Leute. Und die haben mir dann irgendwie auch gleich geschrieben, waren irgendwie so, ja, lass mal sprechen und so. Und ich war dann so, okay, ich wollte eigentlich nur was zu dem Sensor wissen und war dann so, ja, okay, wenn sie es so anbieten. Und dann habe ich mich mit denen online getroffen und habe mit denen telefoniert und die waren mega, mega nett und haben sich irgendwie, ich glaube, die hatten auch einfach, die haben sich, glaube ich, gefreut, dass jemand zu dem Thema sich interessiert. Weil es wohl anscheinend so ist, dass halt nicht viele Leute daran forschen. Also sie sind so ein bisschen die Einzigen, die sich damit wirklich intensiver wohl beschäftigen. Und genau, und die haben mir das dann eben genauer erklärt, dass eben diese Studie, ja, sie konnten das halt nicht reproduzieren und dementsprechend funktioniert das halt auch nicht mit dem Sensor, um dieses Thiocyanid zu messen, weil ja, das im Endeffekt nicht da ist. Und genau, und die machen wohl irgendwie schon seit Jahren, versuchen die halt genau das zu finden, wie man das nachweisen kann. Und ich glaube, jetzt wollen sie ein bisschen so auf dem genetischen Level gucken, ob es irgendwie darüber geht, also über Genexpression oder so, dass man das im Nachhinein feststellen kann. Und ja, genau, auf jeden Fall haben sie so ein bisschen ja, ihr Leid erzählt, dass halt eben sich irgendwie niemand so richtig dafür interessiert, weil halt Cyanidfischerei hauptsächlich eben in Asien und Afrika stattfindet und nicht in den Ländern, Industrienationen, wo die Forschung, ja. genau, Gibt das. keinen Markt für diese Sensoren, ja. Nee, der Sensor ist nicht das Problem. Es gibt ja, also, sondern die Forschung ist das Ach Problem. so, ja. Ja, du Nee, musst nee, halt. also, wenn Ja, es in der EU okay. wäre oder so, dann könntest du es ja anders, andere Mittel dazu finden. Und es hätten bestimmt ein paar Länder, die Anrainer von Meeren sind, wo das passiert, auch Interesse. Genau. Aber so. Nee, genau, also nee, nee, also der Markt für solche Sensoren ist da, weil sehr viele Fischhändler total daran interessiert sind. Also weil Okay, die ja. das auch gerne unterbinden würden und die können halt, die wissen ja auch nicht, wie ihr Fisch gefangen wurde. Das ist eben ganz, ganz schwer. Und genau, das heißt, du musst halt eigentlich, also deswegen, die hatten eben auch erzählt, dass es das jetzt halt eben auch so schwer ist, überhaupt Fischer zu finden, die das zugeben oder die das eben einem zeigen oder sowas, weil es halt mittlerweile verboten ist, aber es passiert eben trotzdem. Und aber jetzt halt im Dunkeln. Und genau, aber es gäbe einen total großen Markt, weil halt eben die ganze Aquaristik total gern ein Label hätte, wo sie sagen, Cyanid Freier freie Fisch. Fische. Total. Deswegen, der Markt wäre da, aber irgendwie, ich weiß nicht, das Geld für die Forschung ist nicht da oder die bahnbrechende Idee ist noch nicht da oder es wird vielleicht doch nicht so als Problem angesehen. Also ich weiß halt nicht, inwieweit so bei den ganzen Aquaristikern, wie weit da das Problem bekannt ist und wie sehr sie sich dafür interessieren. Also man kann das natürlich auch vermeiden, indem man einfach nur Fische kauft, die halt gezüchtet Gezüchtet sind im worden, ja. Aquarium. Weil das ist halt eben ein Problem, ne? Also Wildfänge, also abgesehen von Cyanidfischerei, sind Wildfänge halt eh immer ein Problem.
Weil ich glaube, es sind so Zahlen wie so 80% oder so sterben einfach in der Handelskette, also auf dem Transport und so. Weil natürlich Fische durch die Gegend fliegen, ist halt richtig tricky. Mit dem Druckunterschied und mit dem Wasser und sowas. Und gerade sind so Korallenfische sind super empfindlich meistens. Also das ist schon eine heikle Angelegenheit. Also vielleicht lieber auf Süßwasser-Aquarium umsteigen. Julia, weißt du, was das für ein Detektor war, den sie nicht nachbauen konnten? Weil ich habe gerade mal so Nee, ein die. bisschen. Nee, also nee, nochmal. Die konnten den nicht nach. Es ging darum, dass dieses Thiocyanid nicht da ist. Also, genau. Okay. Also es war eben, es gab eine Studie, die quasi gezeigt hat: so, ah, wenn du jetzt einen Fisch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, so und so viele Stunden, nachdem der gefangen wurde, in ein Aquarium setzt mit frischem Wasser, dann kannst du halt irgendwie nach 2 Stunden oder so dieses Thiocyanid im Aquariumwasser nachweisen und darüber sehen, dass der eben so betäubt wurde. Aber das Experiment konnte eben nicht wiederholt werden. Also die Verstehe. haben das öfter versucht, aber die haben kein Thiocyanid im Aquariumwasser gefunden. Alles klar. Und dann kannst du halt einen Sensor haben, aber wenn du nichts hast, was du damit messen kannst, dann Ja, genau, funktioniert das Ganze nicht. ja. Aber ja, auf jeden Fall war das super süß. Also die beiden waren richtig nice. Das war ein total interessantes Gespräch und ich fand das richtig cool, dass die sich so viel Zeit genommen haben und so. Und das war richtig cool. Deswegen wollte ich darüber erzählen. Voll cool. Ja, und kann man mal machen, ne? Also man kann tatsächlich, wenn man über irgendetwas stolpert und man kann tatsächlich einfach mal WissenschaftlerInnen anschreiben und fragen so, ey, wie sieht's denn aus? Kannst du mal was darüber erzählen oder sowas? Und ganz oft passiert einem sowas, ne? Dass dann so, oh ja, cool, da Ja, interessiert sich voll. tatsächlich jemand für. Voll, total. Also gerade wenn die nicht ständig Anfragen kriegen, dann sind Ja. die meistens noch sehr viel gewillter. Oder ja, oder ich glaube, bei denen, also das ist jetzt nur eine Interpretation, aber ich hatte halt schon das Gefühl, dass sie halt so der Meinung sind, das ist ein wichtiges Thema, aber irgendwie interessiert sich keiner dafür. Und ich glaube, da haben sie sich dann schon gefreut. Genau. So. Ja, Das cool. war auch süß, weil von Andy, seine Tochter, kam dann auch immer und hat immer so ins Video reingeguckt und hat immer Zebrafisch, weil er mit Zebrafischen arbeitet, hat immer Zebrafischbilder in die Kamera gezeigt. Das war richtig süß. Cool. Ja. Olaf fragt, kennt sich hier jemand mit chemischen Kampfstoffen aus und Sensoren dafür? Ich nicht. Nee, nicht wirklich. Nein. Also Sensorik ein klein bisschen, aber chemische Kampfstoffe und was man da detektieren muss, nee, überhaupt nicht. Thorsten disst jetzt Guppies. Ja. Leute, Guppies klingen schon so dusselig. Die haben es sich nicht ausgesucht. Dass sie dusselig sind? Nee, dass sie Guppies heißen. Ja, ich Wieso finde sollten die Guppies. denn dusselig sein? Möchtest du Sie jetzt wird. irgendwas in Richtung Mondfisch sagen, Julia? Sollte ich eine kleine Recherche zum Thema Nee, Intelligenz sie von wirken. Guppies anstellen? Naja, sie wirken tatsächlich so ein bisschen dusselig. Guppies manchmal. Schon. Ich schreibe mir Aber mal ich finde Guppies als Thema auf. Guppies einen total schönen Namen. Inga wird etwas, Inga wird die Rehabilitierung der Guppies. Ich kann das nicht ab, wenn hier Kleinstgruppen gedisst werden. Aber Guppies sind doch keine Kleinstgruppen. Guppies sind doch echt ganz schön weit verbreitet, vor Ja, allem in Aquarien. aber die können doch nichts dafür. Also auch Guppies brauchen, ich werde wahrscheinlich Fanclubs. So ein Mondfisch-Fanclub, ein Guppi, Mondfisch-Ultras. Mondfisch-Ultras, ja, und die Guppi-Ultras. Guppies und Intelligenz schreibe ich mal auf. Mal gucken, was da so geht. Ja, oh, jemand erwähnt Daphnien. Ich liebe Daphnien. Ich finde Daphnien sehr witzig. Die sahen auch ein bisschen dusselig aus.
Ja, und tatsächlich werden Daphnien sehr viel, das sind so ein bisschen die Modellorganismen und die werden sehr viel in so Toxizitätsstudien benutzt, also was so mit Wasserorganismen zu tun hat als Indikatoren. Also Ich schmeiß mal eine arme Daphne hier Kuni, hin. das stimmt voll. Was, du schmeißt eine Daphne? Oder ich soll eine Daphne schmeißen? Ich habe hier eine Daphne Ah ja. hingeschmissen. Oh, die sind so süß. Ich hatte mal Daphnien als Haustiere. Ich habe die aus dem Labor mitgenommen. In einem Und Aquarium oder dann in einem Marmeladenglas nee, in oder? so einem Glas. In so einem Glas. Und dann war ich im Urlaub und dann ist das Oh. Glas ausgetrocknet und dann waren sie tot. Ah. Apropos, wie geht's eigentlich den Algen? Denen geht's gut, aber ich kann sie gerade nicht holen. Macht nichts. Wollte ich nur wissen. Aber denen geht's super. Eigentlich bräuchten wir jetzt eine Live-Schalte zu Reini und Nico, die in Berlin gerade Nee, auftreten, die müssten in oder? Leipzig sein heute. Leipzig? Ah, Gestern okay, waren na sie in gut. Berlin. Ah, dann habe ich es verdaddelt. Ja, Horst, die war da, ne? Weiß ich rein zufällig. Oh, hier Horst, wie bleibt war's niemand denn? unentdeckt. Genau, Horst, wie war's? Ihr schreibt, Berlin war gestern. Ja, Es Berlin gibt war gestern. Messinstrumente, die mit Daphnien Er arbeiten. verrät nichts. Aber warum verrätst du denn nichts? Biologen, die etwas mit nach Hause nehmen, Story für einen Katastrophenfilm. Aber das passiert die ganze Zeit. Ja, eben. Ja. Deswegen ist die Welt in so einem katastrophalen Zustand. Man weiß nur nicht, dass es an den Biologen liegt. Ich glaube, das Beste, was ich mal mit nach Hause genommen habe, waren hier Vibrio Fischeri auf einer Platte als Geburtstagskarte, wo ich dann irgendwie Happy Birthday Steffen geschrieben habe. Und die leuchten ja im Dunkeln, also die machen Biofluoreszenz. Und dann habe ich die als Geburtstagskarte meinem Mitbewohner geschenkt. Das war, glaube ich, die beste Geburtstagskarte, die er je bekommen hat. Krass. Die kennst du auch, andere, die habe ich in meinem Science Slam, in meinem ersten. Aber es ist zu Ah. lange her, ne? Ja, sehr dunkel Aber erinnere ich mich daran. ja, das ist zu lange her. Sachen mit Fluoreszenz kann ich mir ganz gut merken. Ich habe eine schwache Erinnerung. Ein Ja. CCC auf einer Veranstaltung, wo die auch benutzt worden sind, oder? André? Vibrio Fischeri? Ja, ich glaube schon, ja. Nee, Ja. war das CCC oder war das Republika? Nee, es war Nee, es war CCC. Ja, CCC. ja. In Hamburg noch. Ja. Damals, als es noch in Hamburg stattgefunden hat. Damals, aber das ist auch wirklich doll damals, ne? 5 Jahre oder so. Gefühlte 5, vielleicht nur Ich drei. glaube, drei. Nee, 4, mindestens 4, weil, guck mal, 2 Jahre lang ist sowieso nichts passiert und vor 3 Jahren waren wir in Leipzig und dann, Nee, 16 war das oder? letzte Mal in Hamburg. Ja, okay, dann 2016 war das letzte 6, Mal du in. warst vor Ja. 6 Jahren? Ja, Oh, 2016 war das letzte Mal Gott. in Hamburg. Krass. Korrigiert Oh. mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir ziemlich Ich sicher. korrigiere nichts. Ich korrigiere heute gar nichts. Ja, das kann nicht sein. Zweimal Dann Leipzig, war. zweimal Ach so, ausgefallen. nee, dann war es in Leipzig. Wart ihr in Leipzig dann? Wir waren einmal in Leipzig, ja. Ah, okay, alles klar. Weil ich Ja, dachte, ihr wart ich würde nämlich. das auch eher so denken, zweimal Leipzig, zweimal ausgefallen. Nee, Also kein 21, kein 20, aber 19 und 18. Also es könnte gut sein, dass 18 in. Also nicht 16. Da haben wir doch auch noch gar nichts zusammen gemacht in 16. Nee, genau, deswegen, ihr wart Nee, 17 aber da. 16 war ich, aber 16 habe ich einen Vortrag in Hamburg gehalten. Und 17 hatte ich auch einen Talk auf dem CCC und der war schon in Ja. Leipzig. Nee. Glaube ich nicht. Okay. Vielleicht warst du. Ich weiß es nicht. Korrigiere nichts. Ich weiß es nicht. Egal. Kann ja jemand recherchieren, wann Egal, ich das würde wo sagen, war. André, weil wir machen ja heute nur eine Ja, Stunde und wir haben eigentlich nur noch eine Viertelstunde. Mach erzählst mal du doch. Experiment. André hat nämlich noch Ja. Ich habe auch noch ein Experiment, genau. Da muss ich mal kurz Experiment. hier, da muss ich mal kurz hier auf Kurz schalten. Hupsi, warum ist das jetzt so weiß? Ja, passiert. Die Daphne ist tot. Die Oder Daphne nicht? ist tot, genau. Muss ich das mal hier kurz hier rüberschieben?
Dann muss ich mal gerade. Guck mal, Mike Krüger macht auch Fotos von Daphnia. Dachte immer, der hat einfach nur eine lange Nase. War gerade zum ersten Mal Krüger, jetzt weiß ich, wer Mike Krüger ist. So, ich zeige euch jetzt mal meinen Tisch. Hallo. Ah, die ist toll. Besser als wenn du den Hund zeigst. Ja, der Hund ist nicht da. So, ich mache das Das hier mal freut mich. groß. Ich muss mein Bier noch Und ausbringen. was musst du austrinken? Kein Stress, Inga, das ist schon Ja, klar. keine Hektik. So, ich muss mal gerade hier, damit man auch hören kann. Dieses Experiment verdanken wir einem ganz tollen Hinweisgeber, den ich auch im Chat sehe, aber ich weiß nicht, ob er nur lurkt Genannt werden. oder ob er auch da ist. Ich müssen Willi Willkür danken für einen großartigen Tipp mit Dingen, die ich mir bestellen könnte. Und das habe ich getan. Ich habe sowas hier mir bestellt. Das ist ein sehr, sehr dünner Film. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten, damit man das erkennt. Na, man sieht es nicht so richtig. Ich Das ist auch versuche. wie so eine Lupe aus dem Mickey Mouse Heft. Ja, das ist auch ein Yps-Heft. Ja. Filter. Oh, das sieht aus wie so ein Zaubertrick, André. Ja. Was sehen Sie hier? Beschreiben Sie, was Sie hier sehen. Na, muss das noch mal ein bisschen dunkler machen, damit man was sieht. Macht das ein Spektrum? Oder soll Ja, es das ein ist ein Spektrum machen? Gitter. Das sollte ein Ah. Gitter sein und man sollte einen Regen. Im Durchschein sieht man es nicht so gut. Man sieht so ein Aber bisschen an der Seite Regenbogen, ja, hat man gesehen, ein bisschen. wenn ich so ein bisschen in. Ja, an der Seite, da wo es aufgedruckt ist. Haha. Hier kann man es so ein Ja. bisschen erkennen, wenn Ja, ich's, ja. ne? Also wenn ich so in der. Da kann man Ja, so ein ja. bisschen was erkennen. Auf jeden Fall sind diese Folien. Die sind einfach nur gepresst. Also das heißt, dieses Gitter ist hier oben drauf. Ich versuche das mal hörbar zu machen. Ich weiß nicht, wenn ich mit dem Fingernagel drüber kratze, kann man tatsächlich auch so ein leichtes Riffeln hören. Also so ein helles Geräusch. Ah, hier sieht man es ganz gut. Das jetzt schon, bist du schon mit deinem Fingernagel drüber? Es gibt auch diese entspannenden Geräusche, die man sich auf YouTube angucken kann. Gehört das in den Bereich? Ja, fast. Ist eher unangenehm. Hat was von Styroporknautschen. Ich habe das nämlich nicht gehört. Hast du es eben gemacht schon? Ja, aber Okay. warte mal. Ich glaube, man hört es auch über das. Das ist zu leise. Also auf jeden Fall, da ist ein Gitter auf dieser Oberfläche. Und ich bin drauf gekommen, weil in der Natur gibt es halt bei Schmetterlingen auf den Oberflächen von Flügeln ist das ein häufiger Effekt, dass man da tatsächlich Gitterstrukturen hat, die Farben erzeugen, die also durch Lichtinterferenz, gar nicht durch ein Farbpigment sowas machen. Und dann habe ich so ein bisschen weitergeguckt und bei einigen Fischen ist das auch der Fall. Aber weitaus weniger, aber ich dachte, ach, bei einigen Fischen gibt es so einen ähnlichen Effekt. Reicht, damit ich mir sowas hier bestelle. Und ja, und Willi Willkür hat gesagt, man kann damit was ganz Tolles machen, weil bei diesen Folien ist es halt tatsächlich an der Oberfläche, ist exponiert. Das heißt also, ich kann mit dem Fingernagel drüber rutschen. Man kann es halt, es ist ein Unterschied vom Anfassen. Man merkt nicht wirklich die Rillen, weil die sehr, sehr geringe Abstände haben. Also so ein paar hundert Nanometer, das merkt man nicht. Aber die Oberfläche fühlt sich anders an. Und es gibt einen wundervollen Stoff auf dieser Erde, der auch so kleinste mikroskopische Strukturen von wenigen hundert Nanometern einnehmen kann, wenn man ihn ein klein wenig erwärmt und darauf presst. Was? Okay. Schokolade. Schoki. Ja, genau. Mit Schokolade geht das. Da sieht man, da sind ein paar Luftblasen. Aber Schokolade hat auch noch ganz viele andere wundervolle Eigenschaften. Oder, naja, was heißt wundervolle Eigenschaften? Also, Ja, vor ja, auch allem im wundervolle Geschmack. Eigenschaften, aber auch für dieses Experiment nicht so praktische Eigenschaften, weil Schokolade hat eine wahnsinnig hohe Wärmekapazität. Das heißt, wenn du sie einmal warm gemacht hast, braucht es unglaublich lange, um sie abkühlen zu lassen. Meine ersten Versuche, die ich im Kühlschrank hatte, da sieht man gar nichts. Und ich habe jetzt einfach mal, Experiment darf auch mal nicht funktionieren.
hier bei Plötzlich Wissen, würde ich einfach mal sagen. Hatten wir ja schon oft genug. Ich habe das jetzt draufgelassen und es hat jetzt 1,5 Stunden abgekühlt. Im Kühlschrank ist es zu schnell und dann bildet sich Kondenswasser, dann siehst du auch nichts mehr. Aber theoretisch sollte sich das Gitter, was auf diesem Dia drauf ist, oder auf diesem Film, auf die Schokolade übertragen haben. Und auf der Schokolade sollte man dann auch Regenbogenstrukturen sehen, nur durch Lichtinterferenz und nicht, weil da irgendwie eine Farbe drauf ist. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das klappt. Ja, klappt garantiert nicht. Nee, also, ein bisschen mehr positives Denken. Aber also, ich hab nur, weil bei uns die Experimente nie klappen. Ja, okay. Ich hätte mir gewünscht, dass du so eine Mini-Schallplatte machst, weil man doch auch Musik über diese Reliefstruktur übertragen kann. Und dann hättest du das auf so einen ganz kleinen, winzigen Schallplattenteller gedreht und hättest uns die Gute-Nacht-Musik oder so gespielt. Egal, hat Ansprüche. Ja. Das ist, ich bin schon froh, dass, also, dass das hier Potenzial hätte, dass es vielleicht klappt. Ja, hat es. Danke. Ich spüre diese positive Energie von dir. Ich habe heute richtig viel positive Energie. Die habe ich gesammelt. So ein guter Tag heute, André. Aber die Schokolade wird es retten, weil es klappt einfach. Ja, das sieht aus, als hättest du einfach was aus deinem Adventskalender übrig gelassen. Ein bisschen bilde ich mir jetzt ein. Ja, tatsächlich. Das ist ein leichter Ölfilm da drauf. Das ist ungenießbar. Das ist schimmelt schon. Mann, Inga. Ein bisschen da am Rand, oder? Also. Ja. On the edge. Also, ja. Ich würde sagen, ja. Ich bilde mir das auch ein. Ja, schon. Hat hast, doch du nicht ein hast du nicht ein Kontrollstück? Ja, natürlich habe ich ein Kontrollstück. Ja. Ist es Schogette? Hat der Hund auch gegessen? Oder was? Nein, ich habe fast das Gleichgewicht verloren. Hier haben wir ein Kontrollstück daneben. Ja, eindeutig. Oh, ja. Ja, das hat funktioniert. Success! Yay. Das ist doch der Hammer am Ende dieses Tages. Also wirklich. Jawohl. Es hat funktioniert. Ja, man sieht es tatsächlich. Ja, du. Damit kann man jetzt so ein Hochzeitskleid bestücken. Dann gibt es alle Farben. Alle von Farben. Braun bis Regenbogen. So, aufgeklebt. Mega, dann probiere ich jetzt noch was. Ich habe noch ein zweites vorbereitet. Das habe ich auf eine etwas andere Art. Da bin ich jetzt gespannt, ob das auch... Oh, das geht ganz leicht ab. Gucken wir mal. Da ist es, hat es auch geklappt. Jawohl. Ah, das will ja keiner mehr essen. So vergammelt sieht das aus. Das leuchtet in allen Regenbogenfarben. Es ist so schön. Ja. Selten so hübsche Schokolade gesehen. Also, und Anne, wie hast du die aufgewärmt, die Schokolade? Das eine Stück hier, das besser funktioniert hat, das waren 15 Sekunden Mikrowelle. Das hier waren 25 Sekunden Mikrowelle. Ich habe noch eins mit 40 Sekunden Mikrowelle. Warte. Bei wie viel Watt? Hä? Bei wie viel Watt? Ach so, ja genau, die Wattzahl habe ich auch noch reduziert bei 400. Genau, bei 400 Watt, ganz, ganz kurz. Also, und auch auf diesem Teller, ich finde es großartig. Aber jetzt muss ich nochmal gerade, gehen wir nochmal zurück auf das Show, weil ich habe noch... Falls es nicht klappt, hätte ich noch ein Bild gehabt und ich muss ganz ehrlich sagen, Willi Wilke hat mir den Tipp gegeben, auch welche von diesen Folien ich bestellen kann, mit denen das gut funktioniert. Und da will ich euch jetzt gerade nochmal das nicht vorenthalten. Er hat das ausprobiert und er hat mehrere Schokoladentypen getestet und er hat die beste beste herausgefunden und das eine Bild ist halt, ja. Spricht für sich. Ja. Wow. Oh, Zauberschokolade. Ich bin überhaupt kein Schokoladenfan, aber das sieht wirklich gut aus. Ja. Das wäre richtig geil. Richtig geil. Oh, meine Stimmung steigt. Meine Stimmung steigt. Danke. Ja, André, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von deiner Stimmung. Ja, jetzt muss ich auch sagen. Sorry, aber im Direktvergleich. Aber was ist, warum ist das so schwarz? Was ist das für Schokolade? Das ist, Lakritz-Schokolade? Weiß ich nicht, welche Schokolade er genommen hat. Und
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall meinte er unter Leuchtstoff rühren. Und ich habe hier nur das, womit ich es beleuchtet habe, war jetzt eine LED-Funzel, womit man das dann einigermaßen sehen kann. Okay. Ist vielleicht auch nicht das beste Licht gewesen. Er hat gesagt, auf jeden Fall Streulicht ausmachen, sonst sieht man es nicht gut. Mhm. Ja, Psychedelik-Schock auf jeden Fall. Ja. Aber ja, das hat gut funktioniert. Jetzt habe ich auch, glaube ich, den Trick raus und ich habe hiervon, ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Tausender Pack, weil man sich in kleinen Mengen stellen konnte. Irgendwie Zehner Pack für 10 von diesen Dingern für 4 Euro oder sowas. Und jetzt musst du noch verraten, wo man die kriegt, weil Olaf möchte auch. Ich werde das auf jeden Fall. Ich zeige es mal. Was steht drauf? Diese hier sind von Rainbow Symphony. Rainbow Symphony. Ja. Rainbowsymphony.com. Was? Wir machen gar keine Werbesendung. Es gibt hier nur Lindor-Schokolade und Rainbow Symphony Prisma Plastik. Ja. Dauerwerbesendung. Und genau. Fritz Limo. Ich habe. Ich find, weiß ja nicht, ob ich auf die Schnelle einen Link finde. Dattel Nation, meinst du Julias Schokolade? Ich glaube, die ist aktuell, oder? Die ist aktuell. Sarazani hat ihm angeboten, dass noch ganz viele Schokohasen bei ihr rumliegen. Ich poste. Ich glaube, er wollte wissen, ob die. Ich werde mal Links auf Discord schmeißen. Mal. Ich habe auch noch Schokosachen. Ich mag ja nicht so gerne Schoko, deswegen. Ich liebe Schokolade, deswegen ich teile auch nicht gerne Schokolade. Ich will sie dir geben. Du kannst sie auch Dattel Nation geben. Ich schmeiß das mal. Das sind jetzt Amazon-Links. Da bin ich. Ich habe jetzt auf die Schnelle jetzt aber nichts anderes. Aber ich glaube, diese Folien, die günstigen Folien, die halt auf der einen Seite tatsächlich. Im Prinzip die günstigsten Spektralfolien und dann irgendwie sowas wie 13.000 Linien pro Inch oder 1.000 Linien pro Millimeter oder 500 Linien pro Millimeter funktionieren sehr, sehr gut mit Schokolade. Nicht 1.000 Linien, 500 Linien pro Millimeter. Und die billigen Folien, die Struktur an der Oberfläche tragen, danach einfach suchen. Und zwei Links habe ich jetzt auch auf den Discord-Server geschmissen. Machen wir gerade hier, wer noch nicht da ist. Genau, das ist unser Discord-Server, steht jetzt im Chat. Ja, das war das Experiment und es hat funktioniert. Achso, und jetzt kann man mal wieder meine Kamera. Und ich habe nicht damit gerechnet. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Ist nicht das erste Mal, dass ein Experiment beim ersten Mal funktioniert. Nee, nein. Aber man muss dazu sagen, bei den anderen, also bei manchen anderen Experimenten hast du ja auch vorher ausprobiert und dann. Dann hat es nicht funktioniert, ja, richtig. Und und wir haben ja auch, sonst haben wir ja teilweise Experimente ja im Stream zum ersten Mal gemacht und dann hat es meistens nicht geklappt. Ja. Ja, das hier ist schwierig zu machen, weil es muss halt einfach, du brauchst wahnsinnig viel Geduld. Wenn du die, ich habe auch noch eine Probe, die habe ich jetzt schon wieder weggemacht. So ein kleines Stück Schokolade, das sind vielleicht 8 oder 10 Gramm. Oder wahrscheinlich noch nicht mal. Musst du locker 1,5 Stunden abkühlen lassen bei Raumtemperatur. Sonst ist das nicht fest genug. Schokolade hat eine unglaublich hohe Wärmekapazität. Das dauert unglaublich lange, bis da die Wärme raus ist. Aber ja. Und nochmal, huldigt Willi Willkür. Ich weiß, also im Chat wird er mir angezeigt, ich weiß aber nicht, ob er gerade zuguckt. Willi Willkür. Genau, huldigt ihm. Er hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, probier die mal und es hat wirklich gut funktioniert. Danke, mein Lieber. Upsi. Ja. Oh. Olaf klärt uns hier auch gerade auf, dass man Mikrowellen nicht in der Leistung reduzieren kann. Das Einzige, was sie können, ist ein Ausschalten. Also eine ganz grobe Pulsweitenmodulation. Interessant. Ja. Wusste ich nicht. Ja. Das wusste ich nicht.
Ich habe auch gar keine Mikrowelle. Ja. Ist, Ich könnte. die Ja. Mikrowelle ist ein tolles Gerät. Ich hatte schon mal eine und die steht bei meinem Freund Roald zu Hause rum. Es ist eine Mikrowelle, die ist seit 30 Jahren, oh Gott, ich mache mich älter, als ich bin. Aber die es seit locker 15 Jahren gibt. Und er hat nämlich Kinder gekriegt und dann mussten die Milch aufwärmen und dann habe ich denen die Mikrowelle vermacht. Du bist ein guter Mensch, Inga. Danke. Das hilft nur mir nichts. Mikrowelle mehr. Ja, das war das Experiment. Ich bin Ja, immer noch ganz hin jetzt und muss weg, dass man. man tatsächlich was sehen konnte. Cool. Ja, die Wärmekapazität von Schokolade hat Weird Bet gegoogelt 3,140 oder 3140 Joule pro Gramm, Kilo, GK. Okay. Das muss jemand lesen, der es lesen kann. Ich kann es nicht lesen. Prost. 3,14 Joule pro Gramm und pro Kelvin, nehme ich an. Das ist nicht wenig. Das ist, also, Wasser hat irgendwas bei 4. Also, es ist Ach. sehr nah an Wasser. Platin hat 0,134. Ja. Also gut, wir können uns ja dann mal durchtesten, was man alles auf deine Plastikfolie da Braucht den raufkriegt, ohne richtigen dass sie Schmelzpunkt. Ich schmilzt. glaube, ja. Ja, und ohne dass es zu heiß wird Hm. und das Plastik dann einverleibt. Ja, ich werde einfach noch ein bisschen verschiedenste Schokoladen testen. Es wird auf jeden Fall eine gute Sache sein. Könnte dir einen Schokohasen mit Nussanteil und ohne Nussanteil schicken. Ohne Nussanteil. Ah. Okay, mit Nussanteil kannst du auch schicken, den benutze ich dann nur nicht für die Folien. Sondern eher zum Eigenverzehr. Richtig. Ja. Okay, Global und Gut schreibt, dass seine oder ihre Kinder sagten immer Milchofen zur Mikrowelle. Ja. Sehr gut, ich finde, Kinder erfinden oft meistens eh die besseren Wörter. Stimmt, Ja, ja. Milchofen ist ein schönes Wort. Kinder sollten in den Vertrieb gehen. Ja, und so schließt sich der Kreis. Kann ich den Rest nicht mehr austrinken? Atmen. Einfach atmen. So, und dann Menschen, die jetzt aus Gießen da sind, Ich glaube, die sind schon nicht mehr da. ja, das machen Die waren wir, schon so, was ist das, los die mit müssen denen, morgen ey. früh zur Vorlesung. Ja, das machen wir in einem Stream. Oh, das ist eine gute Idee von Olaf mit weißer Schokolade. Aber weiße Schokolade ist ja, Nur fett. da ist ja gar kein Kakao und so drin, ne? Ist die Frage, ob Aber die jetzt das gleiche. Kakaobutter, aber das müsste, das ist eine hervorragende Lässt Idee, es sehr Olaf. schön aus. Und du kannst dir noch ein Probier anderes das mal aus. Lampenset bestellen dazu, André. Oh Wenn du schon ja. im. Lampenset. Lampenset. Stichwort Lampenset. Stichwort Schokoset. Ja. Ja. Und ja. Kann man noch alles machen. Schokokuppies vertreiben, sagt Weirdbet. Ich Aber zweifle an der Intelligenz von Schokokuppies. ja, also mit dem Spektraleffekt, André, ich hatte das auch neulich was zu gelesen, dass eigentlich Blau in der Natur als Pigment mega selten vorkommt und dass eigentlich meistens eben das Blau, das man sieht, wie bei Schmetterlingen oder so, genau durch so einen Effekt zustande kommt und eigentlich blaues Pigment ganz selten ist. Ja, also da gibt es irgendwie so auch ganz, ganz berühmte elektronenmikroskopische Aufnahmen von den Flügeln, von diesem Flügel. einen blauen Falter, Ja. der, wo du dann wirklich auch Ja. siehst, die sind so regelmäßig geformt, dass du da einen Spektraleffekt irgendwie bekommst. Und deswegen hast du auch dieses Schillern. Ja, Ich such guck mal den kurz, ob gerade. ich versuch's, Ja. ja. Natürlich.
Schubbel. Wenn wir hier doch die Macht des Internets haben. Ja, Schmetterlingsblau vor Sonderlackierung. Oberflächenstruktur. Hier, ich hab's. Du Ich hast glaube, es. ich hab's. Ich Ich hab's glaube, auch, ich glaube ich. hab's. Ich hab's in den Chat getan. In den Chat getan. URL Strukturelle öffnen. Farbgebung. Ach so, bei Spektrum. Photonische Kristalle. Ja, ich habe hier noch, ich habe hier direkt, ja, Agri, ich habe hier direkt mal, Ja, was hat er denn? Ja, was hat er denn? die, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das Richtige ist. Das weiß man Ja. vorher oft nicht. Nee. Ah, oh. Bei mir ist das Internet zu schlecht. Also ich muss hier sagen, Smooth Chiller mit dem Kommentar für das Experiment hätte man sich auch eine CD anschauen können. So ja, aber darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, zu zeigen, dass das eben oder zu beweisen, mittels der Schokolade, dass eben die Struktur diese Farbe macht. Und wenn du das einfach nur anguckst und sagst, ja, das ist die Struktur, die kann ich dir zwar nicht zeigen, aber du musst es mir einfach nur glauben, ist ja kein Spaß an der Sache. Und Genau, der Punkt deswegen. war, dass dieses Gitter auf die Schokolade drauf zu pressen, ohne dass Genau, da und was dann, drauf dass die war. Schokolade auch den Effekt hat. Ja. Also aus Scheiße Gold machen im Prinzip. Treffend auf Also den Punkt Schokolade gebracht. Ja. Gold. Treffend auf den Punkt gebracht. Königin der Analogien. Es sind sehr schöne Schmetterlingsflügel. Aber die Bei sind, mir ist ja. leider die Auflösung zu schlecht. Ich kann das nicht so richtig sehen. Oh Mann. Ja. Ich glaube, das hier ist das Richtige, wonach ich gesucht habe. Genau, dieser blaue Schmetterling ist es. Es Ich lädt. weiß genau, welcher es ist. Ich weiß es sowas von genau, was du mir jetzt gleich zeigst. Ich habe es im Gefühl. Du hast es in dir Gefühl. Ja, ich weiß, was du mir Okay. gleich zeigst. Grafik in neuem Ich Tab hab's, öffnen. glaube ich. Ach, was ihr alles habt hier. Was habt ihr denn? Ja. Das war das mit dem Bla und du hast diese Kämme, die da drauf sind, die diese wahnsinnig kleinen Mikrostrukturen haben. Also so Zapfen, wo wie so ein Tannenbaum solche Stege dran sind und das ist hier immer in Mikrometern. Also die sind 318 bis 150 Nanometer. Also die Abstände sind 150 Nanometer und das passt halt genau zu diesem Blau, zu diesem Farbspektrum des Blauen in diesen Zapfen. Genau, dieses andere Bild, da waren, das hat mich irritiert, das war 100 Mikrometer, das war zu groß. Aber genau, dieses Blau entsteht nicht durch Farbpigmente, sondern durch Interferenzerscheinungen an diesen seltsamen Weihnachtsbaumzapfen, die auf dem Flügel drauf sind. Nice. Ja. Ich sollte meine Oberflächenstruktur auch mal verwandeln. Dann würde ich auf jeden Fall eine interessantere Gesichtsfarbe haben. So, und ich habe jetzt gerade gegoogelt und bin dann auf einen neuen Artikel gestoßen, dass sie jetzt mittels 3D-Drucker auch so die Nanostrukturen machen, dass sie dann eben Farbe dank diesem Spektraleffekt erzeugen, ohne Pigment. Oh, cool. Das spart enorm Geld. Vielleicht kann man das mit Öl auch machen. Einfach mal was Nano-Effektiges. Pack's hier mal in den Chat rein, falls das jemanden interessiert. Ich habe jetzt den Artikel auch nur, ich habe nur gerade ganz kurz so rein überflogen, also ferner Augen. Cool, alles klar. Ja. So, Leute. Ja, ich denke, wir sind jetzt durch, wa? Ja, wir sind durch. Wir wollten heute nicht so lange machen. Wir sind alle ein Ja. bisschen fertig. Wir haben ja von unseren Tagen erzählt. Der nächste Stream ist. Am Freitag, den 13. Jawohl. Freitag, den Mai. 13. Mai ist der nächste Stream. Jawohl. Vielleicht mit Guppies. Vielleicht mit Guppies. Vielleicht sogar mit furzenden Guppies. Wer weiß, was Die ich Foot herausfinde. Return of the Footsgrundel. Nein.
Aber vielleicht haben die so einen super Speed-Antrieb oder so oder Luft im Gehirn. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Oder sie kacken Schokolade. In Spektralfarben. Ja, Freitag, der 13. Mai, sind wir wieder da um 20 Uhr. Und Ach wir ja, wünschen mit uns euch ja. allen noch einen ganz zauberhaften Abend. Und Auf jeden Fall. ja, schlaf ja. schön, träumt was Schönes, vielleicht von Einhörnern, die Schokolade in Regenbogenfarben scheißen oder so. Das Sowas klingt nach einem richtig guten Traum. Schönes. Ja, ich denke auch. Schließt sich ja an Ostern an. Genau. Das stimmt. Ja, schön, dass so viele da waren und dass ihr auch Ja. so aktiv wart im Chat. Das ist immer cool. Das freut uns Ja, immer es hat sehr. Spaß gebracht. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Und dann kann ich berichten, wie es in Kiel war. Falls nächste Woche jemand in Kiel ist, man kann sich noch anmelden. Wartet, ich packe den Link hier nochmal rein. Ja. Und es gibt nur 20 Großartig. Plätze, ne? Ja, hier, ne, da muss er schnell kommen. Wer schnell kommt, schnell gewinne, Aber gewinne, gewinne. Ja? Inga, das wird auch live gestreamt, oder? Nee, es wird nicht live gestreamt, wenn ich das richtig verstehe, sondern es wird aufgezeichnet und danach steht es der Ah. Menschheit für die Ewigkeit zur Verfügung. Also Okay, wenn ich ja. Scheiße Pass baue, auf, ist was das du sagst. dokumentiert forever. Ich muss eigentlich im Prinzip nur Dylan sprechen lassen und kann mich dann zurückziehen. Das war super. Ja. Sehr schön. Genau. Also falls jemand vorbeikommt, aus moralischen Gründen würde ich mich freuen, aber ich weiß, dass das Sauerland und Kiel jetzt nicht nebeneinander liegen, zum Beispiel, ist mir irgendwie aufgefallen. Treffen beobachtet. ja. Gut. Genau. Dann machen wir einen Sack Alles zu. klar. Ja. Sag zu. Tschüss. Schönen Sack zu. Abend. Tschüss.